Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Airport. Gut, dass ich die Folge gestern Tag 100 genannt habe und wir jetzt immer noch bei 1 Uhr nachmittags bei Tag 100 sind. Haben wir nicht ganz so viel Zeit gestern rumgekriegt, aber wir können auf jeden Fall ein wenig weitermachen. Hier die Sachen sind fertig gebaut. Das hier wollte ich jetzt auch nochmal machen, dass wir hier nicht so eine Kante haben und einen ganz kleinen Weg vielleicht hier unten langlaufen haben. Wir können aber schon anfangen, während wir darauf warten. Und zwar können wir jetzt einfach Klonungstool machen. Dafür haben wir das... Ne, hier können wir gerne noch die Fenster mitnehmen. Dafür haben wir das hier alles mal vorbereitet. Da zahlt sich das Ganze mit der Vorarbeit mal aus. Es gibt eine Sache, die habe ich gestern vergessen anzusprechen. Das machen wir gleich... Oder hole ich gleich einmal nach. Weil ich gerade sehe, dass es mal wieder irgendwo brennt. So, hier wollen wir Fenster hinmachen. Dann kommen hier aber noch Wände hin. Und hier... Ich kann da kein Fenster hinmachen. Das heißt, ich muss das erst abreißen. Das heißt, ich muss erst eine Wand machen. Okay, dann machen wir erst eine Wand. Hier kommt ja der Konferenzraum hin, den könnten wir... Ja, ich sag euch erstmal, bevor ich euch da jetzt irgendwie auf die Folter spanne. Und zwar, es brennt. Wo brennt es? Es brennt nicht mehr. Okay, sich das erledigt. Ich bin am überlegen, für das neue Terminal, um es einfach mal auszuprobieren, die Küche... Oh, Moment, ich pausiere dafür. Also die Idee ist, die Küche nicht in das Terminal zu packen. Wir kochen in einem separaten Gebäude. Wenn das Gebäude brennt, wird unser Terminal nicht evakuiert. Ich glaube, ich würde sogar wirklich nicht angrenzen, also nicht angrenzen. Ich glaube, ich würde sogar echt ein separates Gebäude machen. Mit vielleicht einer Küche, die dann alles beliefert. Ich weiß es nicht. Wäre natürlich auch gut für unten, weil dann müssten wir das untere Terminal nicht mehr umbauen. Einzige, was dann aber funktionieren muss, ist... Ich nehme jetzt mal das Café, was am weitesten entfernt ist. Das ist das hier gerade. Zuordnen zu. Küche nicht zuordnen. Kann ich einer Küche mehrere Sachen zuweisen? Kann ich. Genau das wollte ich wissen. Ob wir das zuordnen können. Das heißt, wir könnten irgendwo vielleicht auch ziemlich mittig, weil die Köche laufen ja auch dahin. Das ist ja auch nicht gerade wenig vom Weg dann. Dass wir, wenn es brennt, einfach die Küche abbrennt. Oder vielleicht zwei Küchengebäude machen. Und wenn die brennen, dann ist das Terminal nicht evakuiert werden muss. Weil dann müssen wir das auch nicht mehr umbauen. Weil hier sind so viele Gates dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 8. Und wenn das alles evakuiert wird, kostet halt auch Zeit, Zufriedenheit. Bei den Gästen Zufriedenheit, bei den Fluggesellschaften. Ich kann mal wieder weitermachen. Wenn wir einfach... Ja, ein Küchengebäude machen. Vielleicht auch zwei. Das ist gerade meine Überlegung. Dass wir die Küchen aus den Terminals raushalten und einfach das... Ich hätte jetzt gesagt, wie ein Lieferservice machen. Also, ja, halt so... Kantinen, Flughafen-mäßig Lieferservice. Weiß ich nicht, ob das dem Feuer entgegen wird. Klar, die Küche wird dann vielleicht das ein oder andere Mal brennen. Vielleicht auch das ein oder andere Mal häufiger, weil wir dann weniger Küchen in der Anzahl haben. Wir bräuchten mehr Köche, aber das wäre es mir wert. Also ich glaube, das könnte eine gute Idee sein. Müssen wir dann mal umsetzen, jetzt nicht heute, aber... Obwohl, vielleicht, wenn es von der Zeit her passt, natürlich könnte man damit auch schon mal anfangen. So, die sind hier am Bauen. Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch eine... Na gut, lassen wir die mal eben zu Ende bauen. 73% hatten wir als Zufriedenheit. Hatten wir 76 oder hatten wir 73 gestern? Okay, gehen wir mal von 76 aus. Gucken, wie das aussieht, wenn alles fertig gebaut ist. Obwohl, ich glaube... Ne, kann ich das nur abbrechen? Ja, okay, dann will ich das doch ein bisschen anders bauen. Kann ich das nur abbrechen? Ja, kann ich auch noch.
Ich dann einmal bitte auch. Ja, hier verschiebe ich dann einfach die paar Sachen. Das wird mich dann nicht zu sehr aufhalten. Aber die müssten das jetzt mal eben zu Ende bauen. Ich weiß gar nicht, wo die gerade dran sind, was gerade zu bauen ist. Ich habe das nämlich auch dringend gestellt gehabt. Das ist auf jeden Fall ein großer Konferenzraum. Könnte man fast zwei rausmachen. Ich würde da jetzt einfach einen rausmachen. Wir haben hier noch so viel. Obwohl, wenn wir hier unten noch einen Gang machen oder oben. Ah, ich glaube, ich lasse vielleicht doch nochmal einen Gang. Ja, gut, wir können immer noch nichts machen, weil wir hier noch drauf warten. Da möchte ich nämlich eine Wand haben. Und hier möchte ich eine Wand haben. Aber dafür müssen die Sachen hier fertig werden. Wo sind unsere Mitarbeiter, wenn man sie einmal braucht? Bauen die da schon? Habe ich das doch nicht auf... Ne, ich habe es doch nicht aufdringend. Genau, ist das mein Fehler. Dann hoffentlich jetzt... Müssten die hiermit ja schon fast fertig sein. Ja, aber es sind auch schon die ersten Leute, die sich da hinsetzen. Die haben wir auch schon ein paar angezogen, okay. Und hier ist natürlich nichts los. Okay, es ist auch noch kein Flug da. Ach, kommt auch heute noch keiner. Ja gut, dann ist natürlich alles auch... verständlich. So, das Büro wird ein bisschen größer. Hier kommt dann... das... ja, der Konferenzraum hin. Aber was ich jetzt noch vorhatte, wir brauchen ja... will ich das einfach nur, das Büro? Wir brauchen ja noch ein Büro. Und ich will nicht, dass hier unten der Gang ist. Ich will, dass hier ein Gang ist, hier oben rum. Jetzt bin ich am Überlegen, das Büro einfach zu drehen und hier unten hinzusetzen. Wird natürlich auch ein etwas größeres Büro dann. Wir haben viermal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 28. Jetzt einfach so machen, dann haben wir 14 mal 3. Gut, werden 14 mal größer. Aber wir hätten hier nochmal eine etwas größere Fläche. 2 finde ich zu schmal, wir machen das so. Oh, ich habe die Türen nicht mitgemacht. Okay, jetzt machen wir auf jeden Fall wieder langsamer. Damit uns die Zeit nicht abhanden kommt. Können aber schon mal hier öffnen. Weil dass uns die Zeit nicht wegläuft, dass wir irgendwie den Vertrag nicht erfüllen können. Gut, müssen hier sind wir noch am Abreißen, also müssen wir mit dem Konferenzraum anfangen. Hier würde ich, glaube ich, nochmal benutzen, um das hier oben breiter zu machen. Weil 1, 2, 3, 1, 2, 3, das könnte sogar, dann haben wir hier die Flucht. Und wir haben immer zwei Laufwege gehabt, also machen wir das auch hier. Also wird das der Konferenzraum. So, sind wir das auch schon mal los. Konferenztisch. Ja, hier kann ruhig... ich wollte sagen, hier kann sogar ein großer hin, aber so groß scheint der Raum ja dann doch nicht zu sein. Ach, da sind ja einfach nur die Arbeitsstühle drin. Obwohl, habe gerade überlegt, warum bei Konferenztisch nicht der Konferenzstuhl angezeigt wird. Aber den gibt es einfach nicht. Machen wir auch ganz entspannt. Liebe Tür. Zack. Hier machen wir schon mal ein Loch rein, damit wir da den Boden machen können, dass ich immer weiß, dass es hier noch weiter ging. Denn das hier bauen wir um, wenn die Wand hier ist und beziehungsweise die anderen Sachen hier fertig sind. So, ihr müsstet einmal weichen. Beziehungsweise ich baue erstmal neu, damit ich weiß, wie es vorher stand. So, dann kommt ihr mal weg, bitte. Boden als allerletztes, das hat... keine hohe Priorität. So, das hier wird jetzt natürlich ein etwas größeres Büro. Wie viel Zufriedenheit haben wir denn bei so einem Büro gehabt? 60%. Ja gut, das nimmt hier unten ja ab, weil wir etwas weiter weg sind von dem Eingang zu dem Bürogebäude. Ah, da hätte ich, das hätte ich glaube ich auch gefeiert, wenn wir einfach ein Bürogebäude hätten, was irgendwie... wie viele Etagen können wir machen? Erdgeschoss? Erst... ne, Erdgeschoss könnten wir ein bisschen was machen. Dann erste, zweite, dritte. Wir haben 5 Fluggesellschaften.
Ja, das könnte. Ja, dann. Ich glaube, wir machen auch nochmal ein richtiges Verwaltungsgebäude. Dass wir auch da nochmal auf die Prozente achten. Aber das machen wir ganz am Ende. Damit wir nochmal gucken können, ob wir auch mit mehr als 5 Fluggesellschaften wandeln können. Denn die. Nehmen wir jetzt mal irgendwen raus. Die Kommunikation ist halt nicht hoch. Ich weiß nicht, ob das dann auch ohne einer Zuordnung oder einer Zuweisung von den ja, unseren Vorarbeitern, unserem Management was wird. Oh, ist viel zu groß. Was macht denn die 60% weg? Umgebung 100, Größe 100, ja, Zugänglichkeit von der Rezeption. Das können wir halt auch nicht verändern. Bleiben wir jetzt hier. Lass zwei rausmachen. Viel zu groß eigentlich für eins. Ich glaube, ich mache das doch nochmal weg. Dringend. Klonen den hier mal. Setzen dich hier hin. Können wir nämlich die Tür hier hin machen und können hier nochmal ein bisschen irgendwie einen Springbrunnen oder sowas hin machen. Das sieht, glaube ich, besser aus. Weil das Büro ist mir, glaube ich, auch ein bisschen zu groß. So. Fenster. Fenster. Wand. Obwohl, ne, ich mache die Schiebetür da doch einen höher. Aber hier oben kommt dann einfach eine Statue hin. So. Boden, wie gesagt, machen wir gleich eben. Was nämlich jetzt hier noch fehlt, sind die Türen. Machen wir die Planung weg, damit wir mal ein bisschen besser was sehen und dann ja, verteilen wir das eben alles. Dann machen wir ruhig so. Zonen, Büro, da. Wir könnten dann wirklich, wenn wir ein Gebäude haben, mit 5 oder so, können wir echt einfach Copy and Paste machen. Jede Etage einfach draufklatschen. Kann ja ruhig einheitlich aussehen. Kennt man ja auch, dass die Raumaufteilung in vielen öffentlichen Gebäuden oder irgendwie sowas immer gleich sind. Hatte ich jetzt hier was abgerissen oder wie haben wir das hier mit den Fenstern gemacht? Warum konnte ich da eigentlich kein Fenster bauen? Jetzt kann ich ein Fenster bauen. Vorher ging das nicht. Gut, dann machen wir das auch noch. Ja, das bitte einmal bauen. Oder kann ich ja trotzdem, glaube ich, schon die Zone machen. Ich weiß noch nicht, ob ich die schon zuweisen kann. Ich glaube, das ist das Problem, wenn ich die noch nicht zuweisen kann. Dann warten wir einfach noch einen Moment. Dann sind wir zumindest gleich fertig mit der Airline. Oh ne, nicht Zuordnung aufheben. Die waren einfach noch nicht so schnell wie ich. Da der Name steht. Und jetzt nur das Büro hier unten. Steht ihr auf dringend? Nein, steht ihr noch nicht. Machen wir das mal. Okay, warum kann ich hier nichts abreißen? Okay, warum kann ich da nichts abreißen? Machen wir das mal gleich nochmal. Was hatten wir bei den Fluggesellschaften an Böden? Warum, achso, okay. Der bei den Konferenzräumen. Wir haben einen Teppich. Dann machen wir den natürlich auch. Ja, ich fange jetzt hier schon an, ein bisschen den Boden zu machen. Dann ist das alles fertig, wenn die morgen kommen.
Obwohl, das könnte knapp werden. Wenn wirklich morgen. Ja, das verstehe ich nicht. Mach, reiß das mal ab. Ich will mal gucken, was passiert. Machen sie doch alles. Okay, er macht eins. Nevermind. Okay, da kommen jetzt alle. Machen wir jetzt so, dann ist das auch eins. So, und dann sieht das aus wie neu. Und größer. So, jetzt fehlt hier noch das Büro und dann haben wir es jetzt aber, oder? Jetzt sind wir bei 76%. Das hatten wir vorher aber nicht. Wir hatten vorher 67. Wir sind immer noch bei 65% Zufriedenheit. Das Ziel gestern, ja, zum Anfang der Folge, war ja die Prozentzahl zu erhöhen. Und da wir, glaube ich, ab und an immer ein bisschen zwischen 65 und 64 und her schwanken, haben wir jetzt nichts gewonnen. Gut, wir haben ein paar neue Flüge gewonnen, aber ansonsten haben wir nichts gewonnen. Ah, das ist ärgerlich. Was haben wir denn hier? Push 12, 12, 11, 9. Aber ja, aber auf Englisch. Elf. Neun. Elf. Haben wir das auch dekoriert? Dann sind wir mit dem Bürogebäude oder mit dem Büro, also mit dem Bürogebäude hier. Ah, hier können wir noch ein bisschen vielleicht was raus und vielleicht nochmal 1% ein bisschen was rauskitzeln. Ah ja, wir wollten hier noch den Springbrunnen alles hinmachen. Sind wir fertig, wollte ich gerade sagen, aber gut. Machen wir noch die Ecke, dann sind wir fertig. Haben wir hier einen Getränkeautomat. Kommt der Automat hin. Beruhigender Springbrunnen in der Ecke. Mülleimer. Und falls man mal hier ein Päuschen machen möchte. Nee. Ich wollte ich haben. So, gibt es auch noch die Möglichkeit, sich hinzusetzen. Oh, das hätte man auch noch richtig gut hier hin machen können und hier oben hin. Dass man hier sich auch nochmal vorne vorher treffen kann. Ich glaube, das mache ich nochmal als letztes. Bis mir das nächste auffällt in dem Gebäude. Nee, ich glaube, das wird jetzt hier das wirklich letzte sein. Jetzt aber wirklich meinen Tisch auswählen und deswegen habe ich zwei Platz gelassen, um dann noch einen Planter einzusetzen. Ja, jetzt warten die auf die Lieferung des Bodens und wir warten darauf, dass das hier sich um 5 erhöht. Aber das kann doch nicht sein, haben wir so einen schlechten Schnitt? Also wir haben ja gesagt, wir haben 6 mal... Wir haben 16 Fluggesellschaften. Wenn alle 100% haben, haben wir 1600%. Und wir haben jetzt... So, wie tief warst du am Anfang? Das kommt aber... Ich will nicht glauben, dass wir das noch nicht geschafft haben, etwas höher zu kommen. Ich glaube, wir müssen mal wirklich mal alle durchgucken. So, Kommunikation. Ja, das kann ich leider nicht verändern. Oder gibt es irgendwas, was ich übersehe? Ne, Mitarbeiter, Mitarbeiter verwalten, Verkaufsberater. So, was genau kann... Ah ne, wir können ja ruhig laufen lassen. Was genau kannst du und was genau machst du? Weise Verkaufsberater Fluglinien zu und verbessere damit die Kommunikation und das Vertrauen. Im Laufe eines Tages wird die Kommunikationsbewertung mit der zugewiesenen Airline verbessert. Um die maximale Verbesserung zu erreichen, müssen Konferenzräume gebaut werden, in denen dann automatisch Meetings abgehalten werden können. Okay, brauchst du ein Büro? Steht das hierbei, dass sie ein Büro brauchen? Nein, aber dafür gibt... Ich glaube, wir brauchen davon jetzt einfach mal 11 Stück. Wir stellen mal einen ein. Kostet 5000. Oh, das ist auch eine Menge Geld. So. Haben wir noch ein freies Büro irgendwo?
Okay, das haben wir jetzt nicht mehr. Na, vielleicht machen wir das jetzt auch nochmal als Bürokomplex voll. Wenn wir jetzt Büros brauchen, dann kommt da nämlich noch ein bisschen was dazu. Kriegst du das Ganze mal ein bisschen aus. Ich mache jetzt... Ich kann kein Büro außerhalb des Gebäudes machen. Ne. Die Büros kann ich auch wirklich nur den Airlines zuweisen. Dann hätte ich den, glaube ich, das Büro, den Konferenz, glaube ich, sogar hier unten lieber hingemacht. Können wir immer noch machen. Dann brauchen wir mehrere Konferenzräume. Wir haben nämlich, glaube ich, jetzt keinen freien Konferenzraum. Doch, wir haben zwei hier unten. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Ja, der eine Mülleimer da mehr oder weniger schadet jetzt auch nicht. Dann setze ich den wirklich nochmal genau in den Weg, damit ich den auch wieder wegmachen kann. Okay, wir haben jetzt einen Verkaufsberater. Oh, benötigt ein Büro. Okay. Dann sind wir jetzt noch beschäftigt die nächsten 10 Minuten. Aber hier kann ich keinen zuweisen. Wie habe ich denn die unten zugewiesen? Oder so, ach, der sucht sich dann automatisch eins. Ah, okay, ja gut, dann wird das so sein. Ja, dann brauchen wir jetzt wirklich 11 Büros. Für jede weitere Airline noch ein. Okay, machen wir den Konferenzraum hinten in die Ecke. Und hier klatschen wir alles mit Büros zu. Und hier könnte man auch nochmal ein bisschen abkürzen. Moment, das müssen wir jetzt dann wirklich mal gucken. Ich glaube, wir planen jetzt dann für Mittwoch schon mal vor. Ist auch ganz gut, dass wir planen. Ich schreibe nämlich am Mittwoch Klausur. Dann meine letzte, Gott sei Dank, für dieses Jahr. Da weiß ich nämlich dann, was zu tun ist. Hier kommt ein Konferenzraum hin. Ja, da reicht auch einer. Wir hatten 7 mal 4. Muss mal gucken, was sinnvoller ist, weil wir wollen ja auch Fensterfronten haben. Das aufgeht. Perfekt. Das ist gut. Das sind schon mal 7 Büros. Hier könnte man noch ein 8. hinklatschen. Das ist ein bisschen überschneidet, ist jetzt auch kein Problem. Ah ne, können wir nicht genau so machen. Wegen dem Eingang. Da haben wir 7, habe ich gesagt. Na gut, hier müssen wir natürlich Wände hinmachen. Können wir ja schon mal anfangen. Das hier bin ich am Überlegen wieder wegzumachen. Dann bin ich am Überlegen, hier oben die... Hier könnten wir noch ein Büro hinmachen, oder? Ne, das würde ja auch nicht passen mit dem Eingang. Mittendrin die Konferenzräume, die Toiletten und oben nochmal die Büros. Also hier haben wir dann eine Wand. Ne, Moment, die kann ich doch planen, die Wand. Geplante Wand. Wäre ich... Jetzt die Frage mal, hier oder hier die Wand? Ich würde sie hier machen. Oh ne, da wissen wir jetzt auch, was gemeint ist. Machen wir ein Büro, machen wir Copy and Paste. Ah, ich glaube, ich mache die Schlucht hier. Das sieht, glaube ich, besser aus. Gerade Linien sind immer schön. So, dann haben wir das. Dann würde ich hier... Jetzt sind wir 3. Jetzt sind wir 4 breit. Würde ich, glaube ich, die letzten Büros machen. So, das wären die letzten Büros dann. Naja, sind wir bei 10. Fehlt noch 11. Und jetzt passt hier noch irgendwo ein Konferenzraum hin. Ja, so ganz. Könnten schmalen hier in die Mitte machen, aber ich glaube, das passt auch nicht so gut. Jetzt 4 machen, ne. Und dann noch der Wand drumherum, die Wand drumherum, das sieht nicht aus. Das Einzige, was man hier hin machen könnte, wäre... Also nicht mal eine Toilette, weil wir eine in der Mitte frei hätten. Wenn ich die längs mache, gewinnen wir, glaube ich, nichts. Ich glaube, wir müssen hier oben das auf jeden Fall... Das auch nicht canceln gerade. Okay, da wollen sie anscheinend nichts machen. Oder ich kann gerade... Ach, ich weiß, warum das... Das wird nicht gehen, weil der Boden gerade gemacht ist und dann Boden da geplant ist und nicht die Wand. Ja, jetzt geht's nämlich. Ja, das müssen wir wieder wegmachen.
Okay, da haben wir da unten die Büros. Und natürlich die Elektronik wieder haben, dass sie funktioniert. So, 4x7. 4x7. Gut, ihr geht dadurch rein. Ihr seid hier direkt dran. Hier ist eine Wand. Machen wir das mal auch mal eben mit den Wänden. Ich glaube, den Konferenzraum will ich dann nochmal verändert haben. Der kommt, glaube ich, hier rein oder dahin in die Ecke. Das heißt aber, wir müssen auf jeden Fall heute noch das hier fertigstellen. Das heißt, du wirst dringend. Du, machen wir ruhig niedrig. Ich weiß nicht, was sie noch alles gerade machen. Und das kommt auch auf niedrig. Ja, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Das kriegen wir auf jeden Fall noch locker hin. Im Zweifel mache ich ein bisschen länger, dass wir das hier noch fertig kriegen. So, wieder zurück zur Planung. Also die beiden kriegen den Eingang hier. Die beiden kriegen den Eingang hier. Dann würde ich gerne, wenn es passt, ruhig 2x2, vielleicht hier auch sogar 3 Platz lassen. Dann halten wir so. Das Einzige, was mich stört, den können wir sogar noch einen größer machen, dass wir keine Fenster haben. Wir könnten hier 2 kleine Konferenzräume hinmachen. Aber in dem Konferenzraum hätten wir kein Fenster. Wir machen hier die Toiletten raus. Wir machen hier hinten nochmal Toiletten hin. Und den teilen wir auf. Wir haben 9. Dann machen wir 4, 4. Und hier eine Wand hin. Dann wird da ein kleiner Konferenztisch hinkommen. Moment, dann muss der ja dann jetzt doch dringend sein. Hier unten geht dann der Weg lang. Ich hoffe, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben 16 Fluggesellschaften, haben 5 Vorarbeiter oder 5 im Management. Heißt, wir brauchen 11. Durch die 7, dann fehlen noch 4, das sind die. Der eine Konferenzraum kommt hier hin. Ja gut, ist ein bisschen weiter weg jetzt von denen, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber dafür haben sie im Fenster Platz. Oder können wir das tauschen? Wir haben ja auch noch 4. Aber wir gehen dadurch ein bisschen weiter. Wir können den hier vielleicht ein bisschen... Oder der kommt hier unten hin. Die es nicht so weit haben. Das heißt, wir löschen auf jeden Fall mal das alles schon mal vorsorglich. Gehen du auch mal. Machen wir das einmal. Wir bauen das jetzt einmal. So, du kommst da weg. Du störst gerade. Na gut, dass hier nicht angezeigt wird, dass wir ein Büro brauchen. Ah gut, wenn es dieses Verkaufsberater gibt, ist alles gut. Das heißt, man könnte sogar wirklich die 5... Ja, was hat... Wie drücke ich das aus? Die 5 Airlines, die am meisten Geld uns einbringen. Verkaufsstärksten? Nee, Verkaufsstärkstes... Wer ist das denn? Die 5... Wichtigsten? Ich sag jetzt mal wichtigsten Airlines. Den könnten wir dann... ja, einen unserer guten Mitarbeiter zuweisen. Ja, hier kriegt natürlich wieder einer ein sehr, sehr großes Büro. Aber einfach, dass die es ein bisschen näher haben. Außer das passt nicht. Konferenztisch. Ein kleiner Konferenztisch hat... Der hat Platz für 8 Plätze. Ah, das sieht nicht aus. Ich mache den hier hinten hin und da müssen sie halt ein bisschen laufen. Das sind ja auch die Toiletten und alles. Nicht den Copy and Paste machen. Obwohl, der ist auch nicht viel breiter. So, und dann quetscht man sich da auch. Ah, das wird echt nicht geil. Ja, groß, dann hast du zu wenige freie Flächen.
Wir machen den jetzt doch hier hinten hin. So, die 8 Mitarbeiter, die können dann da sitzen. So, machen wir ruhig. Machen wir 10, weil vielleicht ist ja noch ein Externer dabei. Schiebetür. Zack. Naja, jetzt brauchen wir hier natürlich die Wände, weil die haben wir ja bis jetzt nur... Achso, da sind schon Wände drunter. Hier nur geplant. Statue. Mülleimer und das war's schon. Naja, und Fenster. Fenster. Auch direkt den Boden, dann ist das wieder fertig, der Konferenzraum. Zonen, Konferenzraum, Konferenzraum. Ja, hier muss ich jetzt auch, jetzt muss ich wieder auf den Boden warten. Ja, ich glaube, ich warte eben noch auf den Boden und ich würde, glaube ich, dann schon mal hier alles bis Mittwoch bereit machen. Also ich würde die Wände schon mal ziehen und schon mal die Zonen machen, dass wir genau wissen, wo jetzt was hinkommt. Und da machen wir dann am Mittwoch weiter. Ja, es war jetzt ein bisschen chaotisch, ein bisschen durcheinander. Aber wir werden mit diesen Verkaufsberatern jetzt arbeiten und gucken, dass wir dadurch die 70% schaffen. Das wird jetzt der Plan für Mittwoch werden. War jetzt dieses Wochenende auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was anderes als durchgehend in Terminal 3 oder fast durchgehend in Terminal 3 was zu machen. Ist wieder ein bisschen was anderes angefallen als Aufgaben. Etwas anderes angefallen. War vielleicht auch mal, also zumindest für mich mal wieder eine Abwechslung, als mir jetzt auszumalen, was wir denn da mal wieder hinbauen oder was nicht. Haben jetzt aber noch an dem Wochenende die Idee mit der Küche dazu gewonnen, dass man da einen eigenen Komplex macht. Vielleicht ja auch irgendwann mal mit der Verwaltung, weil klein ist was anderes. Und schön ist auf jeden Fall was anderes. Also schön sieht das hier ja gar nicht aus. Da würde ich auf jeden Fall gerne nochmal irgendwann... Ja, wir haben... Vielleicht haben wir irgendwann mal den Platz dafür. Aber wir haben ja jetzt auch die Möglichkeit, den Platz mit Außengates zuzubauen. Wir könnten noch Tiefgaragen machen. Ja, wir haben viele, viele Möglichkeiten noch. Müssen wir mal gucken, wie das alles irgendwann mal aussieht. Wir haben ja jetzt auch schon fast 100 Folgen rum. Aber... Ich hetze mich da nicht, ich mache, worauf ich Bock habe. Ihr scheint ja auch Spaß zu haben am Gucken, was mich sehr, sehr freut. Und ich würde sagen, ja, damit wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Mittwoch schließen wir das ab. Jetzt sind wir bei 66% Zufriedenheit oben. Ja, und gucken mal, ob wir vielleicht nah an die 70 rankommen. Und wenn wir die 70 knacken, das wäre natürlich ja richtig gut. Ja, müssen wir abwarten. Sehen wir am Mittwoch. Bis dahin. Ciao.